Die Sozialpsychologie ist eine Teildisziplin der Psychologie, die sich unter anderem mit dem Einfluss der tatsächlichen und vorgestellten Gegenwart anderer Menschen auf das Erleben und Verhalten der Individuen, also der einzelnen Menschen, beschäftigt. Eine der Grundfragen der Sozialpsychologie ist dementsprechend jene nach dem Ausmaß der Beeinflussung von Erleben und Verhalten, das wären dann die inneren Prozesse, durch die Anwesenheit anderer Personen und somit nach dem Einfluss der Situation auf das Individuum. Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpsychologie gehen grundsätzlich davon aus, dass es eine Wechselwirkung zwischen der Person mit ihrem gesamten Erleben und Verhalten, also dem aktuellen Prozess, und der Situation gibt, in der diese sich befindet. Diese Umgebung des Menschen hat einen großen Einfluss auf dessen Verhalten. Wesentlich ist hier, in welcher Weise das jeweilige Individuum die eigene Situation bewertet. Es handelt sich immer um eine subjektive Interpretation, die zu einer individuellen, emotionalen, gefühlsmäßigen Bewertung führt. So hat jeder Mensch bestimmte Vorlieben und Abneigungen, die in Form von Gefühlen nicht nur die eigene Handlungsweise, sondern auch den eigenen Blick auf die Situation beeinflussen. In diesem Sinne erschaffen die Menschen ihre eigene Realität. Eine weitere Grundannahme der Psychologie besteht darin, dass das gesamte Erleben und Verhalten letztlich durch soziale Beziehungen beeinflusst wird. So entwickelt sich der jeweilige Mensch in Wechselwirkung mit anderen Personen. Beispielsweise befürwortet oder lehnt er religiöse, moralische und kulturelle Vorstellungen ab. Ein Beispiel für die unterschiedliche Interpretation von Situationen ist der sogenannte fundamentale Attributionsfehler. Das Wort fundamental bedeutet in diesem Zusammenhang übersetzt grundlegend. Unter einer Attribution werden in der Psychologie im Zusammenhang mit einem bestimmten Verhalten die Zuordnung von dessen Ursache und Wirkung verstanden. Der fundamentale Attributionsfehler kann unter anderem anhand des folgenden Beispiels erklärt werden. Ein reicher Jüngling ist mit einer jungen Dame, die er gerade nach dem sonntäglichen Kirchenbesuch kennengelernt hat, in einer der Haupteinkaufsstraßen der Stadt unterwegs. Beide erblicken, auf dem Gehsteig sitzend, einen Menschen, der ihnen eine Holzschüssel entgegenhält und um eine Spende bittet. Der Jüngling holt einen Geldschein hervor und wirft diesen in die Holzschüssel. Die junge Dame könnte das Verhalten des Jünglings dahingehend interpretieren, dass dieser immer so freigebig gegenüber hilfsbedürftigen Menschen ist. Sie schließt von dem einzelnen Verhalten des Jünglings auf seine Persönlichkeit bzw. personale Disposition. Es könnte in diesem Zusammenhang aber sein, dass der Jüngling die Dame nur beeindrucken wollte und dass das gezeigte Verhalten bei sonst in der Regel nicht zu beobachten ist. Es liegt dann ein fundamentaler Attributionsfehler vor, wenn der Einfluss der Persönlichkeit, also der personalen Disposition, auf das Verhalten überschätzt wird und der Einfluss der Situation unterschätzt wird.